freut mich mal, so viele Methodiker zusammenzusehen. Ich war etwas zu klein und zu schmächtig. Und dann hat mein Lehrer gesagt, geh zu den Boxern, die haben Gewichtsklassen. Da kann auch so ein schmaler Wurf wie du eine Chance haben. Da ging ich zu den Boxern, wurde als Talent gehandelt, hatte dann beim Training, nicht mal beim Kampf, eine Rippenfellverletzung, 6 Monate Wettkampfverbot, kurz vor der Schweizer Meisterschaft. Ein Profi hat gesagt, der soll mit Gewichten trainieren, der ist so schnell wieder gesund. Der Arzt fasste sich in den Kopf, der Club, also der spinnt. Und der Trainer sagte auch, das geht nicht, das geht das Talent kaputt. Mich hat das so fasziniert, dass ich dabei blieb und ich wurde kräftiger. Und so trainierte ich so für mich ein bisschen weiter zu Hause mit dem Expander und solchen Dingen. Und was mir Ramon gezeigt hatte, mit schweren Gegenständen war das, Amboss und so weiter. Ja, meine Mutter fand das gar nicht gut. Ich suchte nach Literatur, was gibt es darüber. Dann fand ich ein wissenschaftliches Buch. So, wir sehen hier den Kraftverlauf im Laufe des Lebens. Die Männer, hier die Männer und hier die Frauen sind Durchschnittswerte. Frauen sind im Durchschnitt muskulär etwas schwächer. Und Sie sehen so, in der Jugend werden wir immer stärker und stärker, aber ab 25 geht es nur noch bergab. Während wir hier sitzen, während meines Vortrags, gehen Tausende und Abertausende von Zellen in ihrem Körper zugrunde. Wir schonen die Alten zu Tode. Am Widerstand wachsen die Muskeln und am mangelnden Widerstand gehen sie zugrunde. Und müssen Sie wissen, die ganze Fitnessgeschichte, die wir heute haben, ist ja Mode geworden. Ich hatte ja kein Geld. Also ging ich zum Schrottplatz und schaffte 4 Tonnen Eisen, Alteisen, 40 Rappen das Stück, altes Kilo. Und ein Schweißgerät und habe dann mein erstes Studio gebaut. Hat ein Lokal gemietet und dann musste ich plötzlich, war ich Unternehmer, Mini-Unternehmer. Ein Freund riet mir zu Grossmann. Es gäbe da einen. Dann habe ich das gesucht und fand dann, dass sie selbst rationalisieren in der Buchhandlung. Am Morgen habe ich hingesetzt und Abend habe ich es durchgelesen gehabt, habe es wieder ins Regal gestellt. Denn es war sehr teuer, ne, für meine Verhältnisse. Habe es gelesen, habe dem Gustav Grossmann geschrieben, möchte Lizenznehmer werden, hat damals Lizenzen bekommen. Und dann dachte ich, jetzt kriege ich das ganze Studienmaterial. Das habe ich gekriegt. Ich dachte, für das ganze Geld kriege ich ein paar Notizblätter und ein Büchlein. So, und dann las ich in der New York Times von einem Arthur Jones, der hat eine Maschine oder ein Prinzip erfunden, an dem ich schon lange herumdokterte. Kurz, Arthur Jones hat dann das ganze Konzept, hat eine richtige Industrie aufgebaut. Meine Unternehmensberater oder Finanzleute, die bei mir trainierten, die haben mir dringend abgeraten von dieser Investition. Wir sind aber 500.000. Die Banken gaben mir kein Geld natürlich. Nach der dritten habe ich es aufgegeben und dann habe ich das privat mit Kunden oder bei Verwandten angefangen, bei der Großmutter habe ich das so zusammen gebettelt. Der antizipierte Konkurs von den Unternehmensberatern kam nicht. Aber der Umsatz hatte sich gleich explosionsartig verdoppelt. Ich war der Erste in Europa, der diese Geräte hatte. Und dann hat sich mein Geschäft entwickelt. Ich zeige Ihnen das mal.
da kam die Methode so richtig zum Tragen. Denn ich musste eine Analyse meines Unternehmens machen und die ganze Personalausbildung, die dann kam, und die Franchise-Nehmer, die ich ausbilden musste, das war eine Riesenaufgabe und die habe ich eigentlich nach der Methode bewältigt. Ein anderer hätte es vielleicht anders gemacht. Ich habe das Buch Sich selbst rationalisieren als Grundlage genommen für die Management-Ausbildung. Erstaunlich für mich, dass gebildete Leute, wirtschaftlich gebildete Leute, so Mühe hatten. Am besten waren Leute, die Umgang mit Menschen hatten.